Liebe Freunde, willkommen zur Apokalypse und Stellaris, ein Projekt, was wir eine ganze Zeit nicht gespielt hatten. Wir hatten ja letztes Jahr bereits, ich glaube, 35 Folgen Das Reich der Vin, mit dem wir grandios gescheitert sind. Ja, und jetzt ist Apokalypse raus und mit dem 2.0 Cherry Update zu Stellaris, was quasi das ganze Spiel umkrempelt. Hier seht ihr nochmal eine Nachricht, weil es eben so viel Änderungen sind, haben die Entwickler sich hier im Hauptmenü eine große Nachricht eingebaut, damit es auch jeder mitbekommt. Ja, und wir fangen eben an mit Stellaris, ein neues Projekt. Darauf habe ich mich ziemlich gefreut, habe auch schon etwas angespielt und eine neue Spezies erstellt. Denn Katzen beherrschen zwar das Internet, aber das Weltraum werden von unserem Schneckenkonglomerat beherrscht. Ja, das ist demokratisch, lässt sich alle 10 Jahre wählen. Bergbaugilden, klar. Naturschützer, logisch, Schnecken. Und sind xenophil und mögen also auch fremde Spezies. Und natürlich fanatisch materialistisch. Ja, wir haben hier ein wunderschönes Insektoid, den Stil ausgewählt, weil es auch total krasse Titans später gibt und auch die Kolossus, die Planetenzerstörer, die wir auch irgendwann bauen werden. Ja, und ich habe schon ein bisschen gespielt und wir werden mit dieser Schneckenspezies jetzt auch anfangen. Ich werde hier schon voreingestellt, dürfte glaube ich alles noch passen. Groß 800 Sterne, Spirale, 4 Arme, wird sehr, sehr witzig, sieht cool aus und bringt jetzt mit dem neuen Riesen-Update auch eine ganze Menge an Flaschenhälsen mit sich. Ich werde das natürlich nicht erklären, was das Update alles mit sich bringt. Da gibt es sehr, sehr viele gute, geniale Videos im Internet zu finden. Könnt ihr euch gerne angucken. Marodeurreiche und gefallene Reiche habe ich mir jetzt auf Maximum mal gestellt. Alles andere sonst weiter so gelassen. Hier höchstens die Schwierigkeit auf schwer, KI, Aggressivität auf normal diesmal. Nicht auf schwer, weil es doch sonst brutal ist. Die Hyperraum-Routendichte, es gibt jetzt nur noch Hyperlanes. Das finde ich erstmal vorteilhaft. Mir gefällt das Spiel auf jeden Fall mehr. Dazu gleich noch ein paar Infos. Man kann, um noch ein paar mehr Flaschenhalse zu generieren, das runterstellen auf 0,75 zum Beispiel. Kann man machen. Ja, und wir beginnen jetzt hier unsere Reise mit unserem Schneckenkonglomerat. Wir haben es also von der Erde doch weggeschafft. Und starten jetzt hier durch. In den Äonen, seit die ersten primitiven Schnecke-Gemeinschaften in dichte Dschungeln des Planeten Coffeefee Form annahmen, hat sich unsere Zivilisation ausgebreitet und vergrößert. Als unsere Technologie unmittelbare Kommunikation ermöglichte, verbanden sich unsere ineffizienten Nationalstaaten, um die wahre Demokratie zu schaffen, in der jeder Bürger an wichtigen Entscheidungen Anteil hat. Das stimmt. Nach der Entdeckung des Hyperraum-Netzwerks haben die klügsten Köpfe von Schneckenkonglomerat nun die Entwicklung der ersten Warp-Antriebe abgeschlossen. Warp, okay. Endlich können wir selbst zu den Sternen reisen. Tja, hier beginnt also unsere Reise mit Apokalypse. Mal gucken, wo es hinführt. Ich habe schon mal ein bisschen vorgespielt und mir gefällt das Spiel auf jeden Fall sehr, sehr viel intensiver. Es wird ein bisschen langsamer. Der Kampf ist besser. Ich finde die neuen Grenzsysteme auch besser. Mal gucken, wo wir eigentlich sind. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Hier können wir einiges machen. Ja, gar nicht so schlecht. Und diese Spiralarme bieten jetzt eine ganze Möglichkeit, Reihe mehr an interessanten Sachen. Solche Sachen wie hier sind natürlich krasse Flaschenhalse. Oder das Ding hier wäre natürlich wahnsinnig wichtig auch einzunehmen. Oder wo man sich eben auch einbunkern kann in solche Endpositionen hier. Mal gucken. Ja, ich werde ein bisschen was dazu erzählen. Ich weiß natürlich nicht alles, habe mich aber im Vorfeld schon umfassend informiert, worum es eigentlich geht und was alles neu ist. Und da es so wahnsinnig viel ist, werde ich ein paar Kleinigkeiten erzählen zu den Dingen, die mir direkt auffallen, wenn wir das eben spielen. Ja, der erste Punkt ist, diese Startsysteme sind komplett erforscht und auch schon relativ gleichmäßig mit Mineralien verteilt. Die können wir natürlich noch ausbauen. Und das werden wir auch gleich machen. Und was wir natürlich brauchen, ist hier eine Bergbaustation.
Was gibt's hier noch Schönes? Forschung erstmal noch nicht. Und da werde ich gleich die nächste Station hier mitbauen. Ja, was wir jetzt nicht machen können, ist mit unseren Korvetten hier in den Umkreis fliegen. Das geht eben nur noch mit dem Forschungsschiff. Bagok. Oh, Erkundungsgeschwindigkeit 25% plus. Das werden wir auch gleich machen. Und man muss sich jetzt eben schon strategisch ausrichten. Und das Erste, was ich machen möchte, ist natürlich erstmal alles erkunden. Und dann werde ich zuerst in diesen Bereich gehen und mal gucken, wie weit wir damit kommen. So, das so viel dazu. Man sieht das hier schon, das kleine Icon. Wir haben hier eben auch eine Coffee-Station. Deswegen werde ich auch gleich mal umbenennen. In unsere Heimatstation. Wie nennen wir die denn? Rheinland. Das finde ich cool. Rheinlandstation. Das ist unsere Hauptstation. Und man muss sie jetzt eben auch definieren, die Station, was sie werden soll. Und die ist jetzt hier eine Schiffswerft von schon vorgegeben. Und da können wir uns eben durch diese Module aussuchen, was das wird. Quasi eine Festung? Oder wird es eben eine Art Produktion oder ein Trade Hub, eine Handelsstation oder eben eine Schiffswerft? Das definiert auch, was wir damit später machen. Und das wird ziemlich interessant. Das wird auf jeden Fall Spaß machen. Glaubt mir. Ja, wir haben jetzt hier also eine Schiffswerft. Und man sieht jetzt auch schon hier, diese Sternenbasis hat unbenutzte Modulgebäudeplätze, das ist richtig. Und das gleiche als kleiner Hinweis kommt eben bei der Planetenoberfläche, was ich ziemlich gut finde und gelungen. Denn es wird eben hingewiesen, okay, da ist jetzt was abzugraden, macht das. So, und wir gucken jetzt mal, welche Plätze wir hier freischaufeln. Wo ist unser Hauptquartier? Hier ist unser Außenposten. Okay. Hier gibt es doch eine ganze Menge Mineralien und Energie vor allen Dingen, was wir auch brauchen werden später. Das ist mal wichtig. Das Ding werde ich gleich frei schaufeln. Ja, und jetzt brauchen wir Energie für viele Sachen auch. Und unter anderem auch für Anführer. Das werde ich euch nur zeigen. Fangen wir erstmal die Forschung an. Na klar, Energiehub. Getma, was macht er denn? Einigkeit ist schon nicht schlecht. Machen wir das, das bringt uns auch einen neuen Forschungszweig. Ingenieurlabor. Korvetten sind hier natürlich auch nicht schlecht zum Anfang. Panzerung. Dann nehme ich mal die Baugeschwindigkeit für die Korvetten. So, dann lassen wir das mal laufen und starten unser wundervolles Spiel. Ja, und man sieht schon, was alles jetzt neu ist. Ich werde erstmal hier das Ganze abbauen, was ich habe. Und dann müssen wir auch mal gucken. Ich habe übrigens auch eine Demokratie. Und es wird eben jedes Jahr gewählt. Und ich habe eben auch die Nina, die wundervolle Nina-Stimme, diese deutsche Beraterstimme, die ich ziemlich cool finde, abonniert. Als Workshop. Was haben wir denn hier? Alienleben. Ein planetares Tierreich. Wo war das denn? Moment, da muss ich mir das nochmal angucken. War das hier in unserem Startsystem? Hier sind wir. Bergbaumandate kriege ich eben auch Belohnung, wenn mein Herrscher eben das hier, unser König Pforz, wenn der das erfüllt. 40%, das müssen wir erstmal sein lassen. Wenn der das eben erfüllt. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir unser Mandat hier haben eigentlich. Keine Ahnung. Naja, was aber jetzt aber auch natürlich neu ist, ist unser Flattenmanager. Dazu komme ich später noch. Dazu komme ich auf jeden Fall später noch. Ich will erstmal in den Schiffsdesigner gehen. Und das Design automatisch generieren, weil mich das nervt, wenn immer neue, zum Beispiel Korvetten generiert werden, sobald ich eine neue Technologie freigeschaltet habe. Konstruktionsschiff, dann werden wir gleich. Oh, was ist denn hier los? Wahnsinn. Ja, und jetzt ist es so, dass sich die
Grenzen meines Reichs nur noch ausdehnen, wenn ich eben, so wie hier, die Sternbasis als Außenposten baue, darf, kann ich unendlich bauen und kann die eben später auch zu Sternbasen richtig ausbauen. Die zweite... Was habe ich denn für Primitive alles? In meinem anderen Spiel hatte ich auch sogar schon eine primitive Raumstation, das war ziemlich witzig. Und die sind jetzt hier im welchen Zeitalter? Steinzeit, okay, das wird noch eine ganze Weile dauern. Die Orks! Die Rehina! Natna! Ich habe die Orks gefunden. Säuberung kann ich natürlich noch nicht machen. Ja, ich kann also unendlich viele Außenposten bauen, die eigentlich nur noch Einfluss kosten. Ihr habt es gesehen und dadurch erweitern sich meine Reichsgrenzen. Ich mache mal kurz Pause, weil es ein bisschen schnell ist. Und so ist eben jetzt die Ausbreitung in Stellaris. Und ich finde es ziemlich witzig, vor allem auch wie die Grenzen sich jetzt ausbreiten. Die wachsen nicht mehr zum riesen Blob an, sondern man kann quasi jetzt auch mit einem einzigen bewohnten Planeten spielen und alles andere eben nur erobern. So, was nehmen wir? Ich möchte jetzt Entdeckung nehmen. Das bringt mir was. Fehlschlagrisiko 10% gesenkt und Anomalien-Entdeckungschance 15% erhöht. Für die Annahme. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen und danach mal gucken, ob wir Wohlstand gehen oder vielleicht Ausbreitung. So, wir bauen jetzt aber hier ein paar Bergbaustationen und sichern uns dieses Ganze, das ist ja Wahnsinn. 11 Energie-Credits, die werden wir auch brauchen. Wie gesagt, das Spiel an sich fühlt sich ein bisschen langsamer an. Ich habe das Gefühl, man hat jetzt mehr Zeit für Innenpolitik und auch die Infrastruktur, denn es werden jetzt auch eine ganze Menge Piraten geben, die sich immer in so unbesiedelten, unbeanspruchten Systemen rumtreiben. Und das ist doch ziemlich witzig und fordert schon eine ganze Menge ab. Ich habe auch schon oft gehört, dass jetzt die Piraten so zum Problem wurden im Anfangsspiel, dass die Leute auch eben damit nicht mehr klargekommen sind. Jetzt gucken wir mal hier, was wir haben. Bergbaumandat erfüllt. Schön. Wir bauen hier auf jeden Fall erstmal eine Energiestation. Dann mal gucken, wo der nächste... Hier ist die nächste Schnecke. Wir gucken an, okay, Nahrung müssen wir auch ein bisschen im Auge behalten. Neuer Eintrag im Situationsprotokoll. Und dann werde ich jetzt gucken, dass ich auch gleich meine Station... Na, was kann ich hier noch mit bauen? Ich kann hier auch zwei Schiffe machen. Das würde ich auch machen jetzt. Ich weiß nicht genau, ob das hilft, weil ich zwei Schiffswerften habe. Zwei gleiche sozusagen. Ob ich dann, wenn ich zwei Schiffe baue, dass die dann hier automatisch mit generiert werden. Das werden wir gleich testen. Oh, das geht aber schnell hier. Wir wollen gerne Anführer... Oh, das ist gut. Forschungspunkte zurück. Erkundungsgeschwindigkeit auf jeden Fall. Das werden wir sofort nehmen. So. Konstruktion abgeschlossen. Es ist eben doch eine ganze Menge zu tun. Und das Ding ist jetzt fertig gebaut hier. Nee, da. So. Nee, noch nicht fertig gebaut. Werden wir aber gleich mal angucken. Plus 20, Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Die Ausbreitung sollte natürlich auch jetzt nicht so schnell stattfinden. 995 Alienschiffe, da komme ich natürlich erstmal nicht ran. Werde aber versuchen, hier unten weiterzugehen und die zu umschiffen. Das ist nämlich das Erste, was auch so ein bisschen zum Problem führen kann, dass man eben ein bisschen eingekesselt ist von diesen ganzen Weltraumamöben und so weiter. Ich baue jetzt hier ein zweites Forschungsschiff. Ich will mich hier oben ein bisschen ausdehnen und mal zumindest erstmal erkunden. Jetzt ist die Frage wirklich... Huch, Forschung. Weltraumhandelsunternehmen finde ich auch nicht schlecht. Das ist ein neues Modul für die Sternbasen. Als Handelsknoten, da gibt es noch ein paar Boni, die darauf aufbauen. Sehr interessant eigentlich. Aber das Ding ist auch krass hier. Werde ich auch gleich machen. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktionsschiff. Werde ich gleich hier machen. Oh, das Forschungsschiff ist auch schon fertig. Gleich mal einen Anführer zuteilen. Militärtheorie. Ja, das brauche ich eigentlich nicht wirklich. Das würde ich gerne gebrauchen für meine internen Berater, hier meine Wissenschaftler. Ja, Partikel.
Moment, was haben wir denn eigentlich hier für Typen? Wo ist der denn jetzt zugeteilt? Sehe ich das eigentlich schon? Bagok, da ist der zugeteilt. Bagok ist dort zugeteilt. Was ist das hier für einer? Ja, das ist nicht schlecht. 43, dann würde ich den jetzt hier nehmen für das Forschungsschiff. Den hier. Und tausche den dann eben gleich aus. Was war das jetzt? Oh Gott, habe ich zu schnell geklickt. Ingenieur und Weltraumkunde. Und ich glaube, da haben wir auch einen richtigen. Zumindest Ingenieurwesen wäre das hier. Materialien. Nehmen wir den aber trotzdem mal. So. Und dann können wir eben hier unten gleich weiterforschen. Bis hier runter. Und dann breiten wir uns hier oben ein bisschen in die Richtung aus. Ja, bis hier, das wäre auf jeden Fall richtig guter Flaschenhals. Und bei mir leckt das Spiel, es liegt immer an diesem Tageswandel. Dann stockt das, wenn ich jetzt Pause mache, läuft alles schön smooth und das ist immer noch so ein bisschen problematisch. Ich habe da auch schon mal angefragt, aber die Probleme bestehen eben weiterhin. So, wir sind hier fleißig am Bauen. 10% kann ich erforschen und ich möchte aber gerne meine Oberfläche ausbauen. Baue hier auch jetzt eine Kulturfarm. Hier unten werde ich gleich ein Monument hinbauen und die nächste Schnecke dort draufziehen, wenn die hier fertig geschlüpft ist. Verlassener Vergnügungspark. Oh, Energie habt ihr schon mal nicht schlecht. Ja, Forschungsgeschwindigkeit ist gut. Das werde ich erstmal machen. Und dann werde ich meine Flotte mit aufbauen. Dann werde ich gleich mal in den Schiffsdesigner gehen. Und werde alles auf Laser machen. Ich möchte Laser spielen. Ja, und es gibt jetzt wieder die Gefechtscomputer. Die waren eine ganze Weile raus. Und die gibt es jetzt eben wieder mit den Gefechtsrollen. Das werde ich euch später noch zeigen. Das wird ziemlich cool. So, wir machen jetzt hier unsere Berlin-Klasse. Quasi als erste, so ein bisschen hauptstadtmäßig. Hier sieht man jetzt auch, was mit den Schiffen ist. Diese kleinen Quality-of-Life-Verbesserungen finde ich schon ziemlich cool. Einen Anführer habe ich gerade noch. Ich kann auch hier eine Heimatbasis festlegen. Das finde ich ziemlich gut. Es sind so ganz viele kleine Details, die das Leben hier angenehmer machen. Die Frage ist immer, was hier hinter diese drei soll. Das hat was mit dem Flottenmanager zu tun. Da muss ich nochmal reingucken. Moment. Und jetzt kann ich eben die Flotte verbessern. Das machen wir auch kurz. Zack. Und dann gehe ich mal an den Flottenmanager rein. Und was habe ich jetzt ausgewählt? Genau, drei habe ich maximal ausgewählt. Und das werde ich irgendwie noch ein bisschen höher setzen. Vielleicht auf. Ich mache jetzt mal, also diese Vorlage jetzt hier. Werde ich auf. Drei habe ich im Moment. Ich werde auf 10 Korvetten hochsetzen. Erstmal. Und damit habe ich diese Vorlage quasi erhöht und kann dann hier die Flotte verstärken. Und hier oben kann ich alle meine Vorlagen auch verstärken, wenn ich eben die Mineralien habe. Jetzt habe ich nicht genug. Lassen wir also weiterlaufen und so kann ich eben später wahnsinnig viel Zeit sparen. Wahnsinnig viel Zeit sparen. Leonides, Nelonides-System. Wahnsinn, was hier für Systeme sind. Also die Energie bringt mir wahnsinnig viel hier. Was gibt es hier unten alles Schönes? Leider noch keine bewohnbaren Planeten, obwohl es nicht so dramatisch ist im Moment. Ich könnte die Anomalie auch schon erforschen, das mache ich aber ein bisschen später. Gamma-Aliens, die werden wir gleich mal erforschen, mal gucken, wer das ist. Ich hoffe nicht, dass hier jetzt schon irgendein Nachbar auftaucht, aber ich denke eher nicht. So, wenn ich jetzt gucke, hier wird gerade noch gebaut und dann werde ich noch ein bisschen sparen an Geld und dann werde ich mal gucken, ob hier in der. Ich habe hier zwei Schiffswerften in der Station drin. Da kann ich auch mal gerade mal reingehen. Aha. Und hier ist eben meine Raumstation, die sich dann anpasst. Ich habe jetzt hier zwei Stationen dran und es wird immer größer und kann ich dann schön ausbauen zur Sternfeste und bis zur Zitadelle. Das wäre eine richtig krasse Station, die auch laut Entwickler schon mit den Flotten mithalten können. Das ist also schon so angeplant gewesen. Und ich werde mich ausbreiten.
Erstmal hier hin. Ihr seht das, was es kostet. Eben nur Mineralien und Einflusskosten. Und die sind jetzt auch ein bisschen leichter zu bekommen. Die Einflusskosten. Oh, Korvetten sind fertig. Ja, dann machen wir da gleich mal hier Bergbaunetzwerk. Ich will erstmal ein bisschen Infrastruktur aufbauen, bevor ich meine Flotten vergrößere. Klar ist jetzt das Gebäude inaktiv und noch keine Schnecke da. Ja, und ich werde hier das nehmen. So, Freunde, und wir sind jetzt hier schon am Ende der ersten Folge angelangt. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es macht Spaß, Stellaris wieder zu spielen, für mich zumindest. Gerade die Anfangszeiten. Und wir werden eine ganze Menge zu tun haben, aber wenn ihr mitverfolgen wollt, wie unser Schneckenimperium hier wächst, dann schaltet ein bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Bis dahin, tschüss.